Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic. Ja, dem Teaser Gothic, ne? Also noch kein richtiges Spielchen, sondern nur ein Prototyp von einem möglichen Remake von Gothic. Dem ersten Teil der Serie. Ja. Ich wollte, glaube ich, hier lang, ne, Fleischschwanzen killen und so. Ja, hier sind noch welche. Einmal. Nehmen wir mit. Aber die haben, glaube ich, nichts, ne? Kein Fleisch. Irgendwie. Aber wir kriegen Erfahrungspunkte. Besser als nichts. Lalila. So, was haben wir da noch? Ah, Beere. Eine Beere, Beere. Und was haben wir da vorne noch? Da oben hängen ein paar arme Tröpfe. Mal schauen, was haben wir denn da? Ich denke da. Oh, das war zum Looten. Schau mal. Die leben ja. Hilfe! Alter, Alter, Alter. Hey, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Alter, die leben ja. Alter, Alter. Jetzt muss ich mich ans Kampfsystem auch noch gewöhnen. So, haut drauf. Vollgas. Okay, das leckt ganz schön. Übelst. Übelst. Oh, wie freck ich da jetzt nicht? Alter, das mit Kämpfen geht da mit den schlechten FPS geht das nicht wirklich gut. Wow. Zurück, zurück, zurück. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und nochmal draufhauen, wenn es geht. Hat es hingehauen? Habe ich was getroffen? Ich glaube nicht, ne? Alter, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Alter, ich sehe gar nichts. Das leckt voll Gas. Ich werde verrecken. Das sehe ich jetzt schon. Drei Wölfe. Ich bin hier bekloppt. So, hau drauf. Na, würdest du? Die Maus kann nicht mehr als beklicken, ey. Also, das geht nicht so gut. Die Waffe ist halt auch für Hugo. Habe ich was getroffen? Alter, ich glaube nicht, dass da überhaupt... Jawohl, ich habe was getroffen. Jawohl, und nochmal die große drauf. Vielleicht. Ist der hin? Jawohl! Läuft hier gar nicht mal so schlecht. Den ersten Wolf haben wir ja schon. Bäm! Geht schon. Au, 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 au. Ach so, wie geht das schnell? I. Inventar. Okay, mal was essen. Langsam. Benutzen mit Set. Ich hoffe, dass ich das später mal mit einem Dingsbums spielen kann. Mit einem... Kann ich das eigentlich... Ausrüsten, Leertaste. Ah, jetzt geht's. Dahin. Jetzt geht's. Okay. Ausrüsten und entfernen. Entfernen will ich's nicht. Ich will zurück. Passt, dann habe ich das schon mal griffbereit. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, dass ich das später mit einem Controller zocken kann. Das wäre cool. Dann geht das einfach, weil das du ist schon ein bisschen ungut. Au, au, au. Könntest du bitte da jetzt mal schaden? Geh zurück, zurück, zurück. Auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite. Und hau drauf. Ja, das war nix. Alter. Lecki, leck, leck. Ja, ja. Da kann ich schon essen wie so ein Bekloppter. So, benutzen mit E. Okay. Eins, zwei. Ablegen will ich nicht. Aufhören damit. Okay, passt. Hey, das Leuchten ist auch schön, wenn man was isst. Könntest du jetzt bitte mal was treffen? Geht schon. Hau drauf. Meine Güte, ey. Also das Lecken ist sehr schlecht eigentlich. Fürs gezielte Kämpfen, da geht einmal nichts, ne? Zurück, 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 zurück. Auf die Seite, 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 Seite. Okay. Man darf auch nicht so oft dasselbe machen. Aber bei meinem Kampfstil ist es eh wurscht. Da kannst du nicht erkennen, was ich machen möchte. Weil ich es selber nicht weiß. So, ich hoffe, das passt. Würdest du jetzt mal was draufhauen? Aha, okay. Das ist ja nur... Hat sich geheißen, mit der rechten Maustaste macht man einen stärkeren Angriff. Alter, jetzt... Ich hau eh schon auf das Viech drauf und der trifft nichts. Das ist echt lächerlich, oder? Das haut noch nicht so hin. Oder ich stelle mich einfach echt zu blöd an. Ich muss ja mal wechseln auch. Schau, ich bin da. Ich bin über ihm und ich will angreifen. Das geht nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt haben wir was getroffen. Wahnsinn. Na komm.
Ich glaube, der trifft immer nur mich. Das haut überhaupt nicht hin. Da werde ich sterben jetzt. Da habe ich gar keine andere Möglichkeit. Ich könnte noch die Fleischschwanzen essen. Also das mit dem Kämpfen ist noch ein dickes Minus. Das lägt noch viel zu stark, dass man da vernünftig was machen könnte. Jawohl, der erste als nächstes hin. Warte, ich brauche mal schnell Essen. Ich brauche mal ganz schnell Essen. Warte mal. Ausrüsten. Das haue ich gleich mal dahin. Geht schon. Und ich esse. Geht das mit Essen? Na. So, weg. Aber hier könnte ich was essen, ne? Mit E. Geht das? Ach komm. Na, das geht nicht. Das war ich, was habe ich denn da jetzt gedrückt? So. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist ja nicht ganz verreck. Das haut noch nicht so ganz hin. Was soll das? Hallo? Schließ dich wieder. Mach das zu. Hallo? Das backt noch ganz schön. Muss ich echt sagen. Ich will da wieder raus. Hilfe! Ich will da raus. Hallo? Die Musik ist auch zu laut. Ich stecke hier fest. Kann ich gar nichts machen. Ah, jetzt hat das genommen. Wo ist er? Kackwolf. Alter. Die Wand sollst du nicht. Du sollst einen Wolf schlagen. Alter, er ist so doof, ne? Was macht er bitte? Okay, langsam. Langsam. Meine Maus ist auch schon. So, jetzt aber, glaube ich. Jawohl, jetzt haben wir was erwischt. Muss ich nach unten? Würdest du bitte mal draufhauen? Ey, so backe, ey. Das macht keinen Spaß. Das macht gerade echt keinen Spaß. Das leckt viel zu sehr. Die Maus ist auch viel zu empfindlich. Ich glaube, jetzt ist sie sogar noch empfindlicher als beim letzten Mal. Warte. Ja, ja, ich werde sterben. Habe ich schon begriffen. Okay, das ist scheißlich. Hallo, ich will das essen. Mein schönes Fleischschwanzendingens. Lass mich hier raus. Du solltest eigentlich auf Dab wieder zurückkommen. Das geht aber nicht. Lass mich raus hier, bitte. Danke. Wo ist denn der Kackwolf, ey? Jawohl. Jawohl. Du, jetzt dreht er sich wieder komplett woanders hin. Das gehört noch. Das muss noch dringend überarbeitet werden. Achso, ich kann ja. Jawohl. Haben wir sie besiegt? Scheiß die Wand an. Wow. Unfassbar. Wolfszähne. Die kriegt man jetzt schon. Wolfsfleisch. Also, Wolfszähne dürfen sie jetzt noch nicht anbieten. Wir haben noch kein Werkzeug dafür und wir können das eigentlich auch noch nicht, Zähne ziehen. Dickes Minus. Da braucht man noch die Fähigkeit dazu, zum Lernen. Das darf man noch nicht. Man darf nur das Fleisch kriegen vom Wolf. Wölfe gaben Fleisch? Ich meine, es ist logisch. Das eigentlich sollte schon, ne? Eigentlich sollte es schon. Egal. Ich speichere jetzt mal. Ich habe jetzt alles verprasst. Ich habe nichts mehr. Kein Fleischschwanzenfleisch mehr. Nix. Fleischschwanzenfleisch. Hm. Was haben wir hier? Eine Münze. Okay. Und wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Einen Erfolg haben wir bekommen. Münzensammler. Okay. Nimmst du das mit? Danke. Ich glaube, das war ein Erzbrocki. Hui. Da vorne schaut schon eher aus, als wenn es irgendwie zum alten Lager gehen würde, ne? Eine Fleischwanze, die nichts hat. Oder es wird mir einfach nur nicht angezeigt. Das könnte auch sein. Hui.
Ja. Oh, ein Schild. Na, doch nicht, das ist nur ein Pfeil. Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein Schild kriege, so ein Deckel oder so. Na, nimm den Erzbrocken. Oi, da drüben ist ein Scavenger. Nein? Nein, ein Snapper, glaube ich. Noch schlimmer. Dann bleibe ich mal hier. Bei den Fleischschwanzen. Ist mir gerade lieber. Weil ich muss eben meine Vorräte hier jetzt ein bisschen auffrischen. Und wo zum Kuckuck sollen dann die zwei Herrschaften sein? Das hier probiere ich auch noch mitzunehmen. Eine leere Flasche, also Müll. Müll liegt hier genug rum. So. Steht da drüben jemand? Schaut, glaube ich, nur so aus, ne? So. Kritikpunkte wollte ich ansprechen, ne? Also Diego. Diego, also wie am Anfang gesagt, das Intro und so, ne? Die Dame fehlt, die dann vor Angst und Furcht zitternd. Immer wenn ich was erzählen will, passiert was, ne? Also weitere Spielmechaniken kochen. Wir dürfen auch kochen da, weil ja, früher konnte man nur Fleisch braten. Du kannst dir deine eigenen Mahlzeiten kochen. Diese können ein paar Gesundheitspunkte wiederherstellen oder bestimmten Werten einen vorübergehenden Schub bringen. Manche Rezepte sind in der Umgebung versteckt, andere wiederum kannst du von Ausbildern lernen. Okay. Kochen. Das heißt, aber das probieren wir es mal. Wir haben keine Rezepte. Ach nee, ich dachte, vielleicht hat er ja. Vielleicht hätte er ja standardmäßig schon was drauf, so wie das gebratene Fleisch. Ne? Da brauchte man kein Rezept, da brauchte man nur die Pfanne. Egal. Vielleicht können wir auch einen Blaubeer-Smoothie machen. Vielleicht gibt es ja sowas schon hier. Boah, das wäre übel. Rezepte dazu erfinden ist schön und gut, aber jetzt das so zu modern werden ist, glaube ich, auch nicht schön. Ah, jetzt sind wir einmal die Runde quasi. Ah, so. Da sind wir. Ich dachte mir schon, da hinten, das kommt mir bekannt vor. Ach so, natürlich kommt es mir bekannt vor. Das ist ja auch. Ja. Da sind wir runtergestürzt, ne? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir so schön im Kreis herumlaufen. Großartig. Nochmal von Anfang, ne? Schön. Also, liebe Entwickler, Wölfe Zähne ziehen. Nein, nein, nein. Das werde ich dann auch reinschreiben. Ich sollte mir Notizen machen, ha? Habt ihr kurz Zeit? Ich muss da kurz zu meinem Blog hin. Ich mache mir da schon mal ein paar Notizen, damit ich da schon mal reinschreiben kann. Ins Steam-Forum, würde ich sagen. Wo habe ich denn? Da habe ich einen schönen Zettel. Jawohl, raschel, raschel. Einmal zusammenfalten. So, also, damit ich auch nichts vergesse, ne? Plus, minus muss man ja machen, ne? So, schön halbe, halbe. Da machen wir minus, also das Negative. Und hier machen wir plus das Positive. So. Positiv ist ja schon einmal das Optische. Optisch plus. Synchronstimme. Ich bin Österreicherin. Ich würde es bevorzugen, die deutsche Synchronstimme zu kriegen, also die Originale. Vom vorigen Gothic, also vom originalen Gothic. Also optisch kann ich schon mal ein Plus geben. Was mir auch gefällt, ist das Interface. Interface. Sure. Das gefällt mir auch ganz gut. Das mit den Quests ist für mich auch ein Plus, muss ich sagen. Wobei ich da schon etwas bemängeln muss, und zwar diesen Rufus, ne? Diesen Gardisten am Anfang, der da verbrannt ist. Den Rufus gab es, glaube ich, wirklich, oder? Also auch im Original. Ich bilde mir da ein, der Name kommt bekannt vor. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Gothic 2 war oder doch das 1er oder beides. Ich spiele mal ein bisschen weiter inzwischen. Also Minus ist einmal Frau, Fragezeichen. Wo ist die hin? Die gibt's gar nicht.
Dann würde ich sagen, Diego unbedingt. Das schreibe ich mir gleich groß auf. Charakter. Diego ist hier. Kennt von euch irgendwer den Anime vom Highlander? Damals, als ich noch jung war, lief der mal im Fernsehen. Und da gab's auch so einen Spanier, der hieß damals, meine ich, Ramirez. Der hat damals auf den Highlander aufgepasst, als er noch ein Teenager war. Und ist zusammen mit deren Schwester durch die Lande gezogen, ne, und hat versucht, aus ihm echten Highlander zu machen. Und Diego, so wie er jetzt hier gerade ist, erinnert mich sehr stark an diesen besagten Ramirez. Optisch, aber auch von seinem Stil her. Er erinnert mich auch ein bisschen an Genie von Aladdin. Er hat dieses Humorvolle, dieses, ja, teils ein bisschen sarkastisch drin. Das ist nicht der Diego, den wir kennen. Ganz und ganz und ganz und gar nicht. Unser Diego ist ein richtiger harter Hund. Wenn's dem über den Weg läufst, hast du schon nur beim Anschauen Respekt vor ihm. Er hat dir auch das Leben gerettet, das stimmt schon, Diego. Mehr oder weniger. Aber Diego ist eigentlich ja Bogenschütze, das haben sie eh ein bisschen mit dabei. Er kann auch gut mit Einhandwaffen, er hat seinen Degen, das stimmt auch. Ja, man könnte ihm vielleicht ein bisschen an spanischen Flair geben, das wär vielleicht noch okay. Das Optische, wie gesagt, passt schon, aber der Charakter nicht. Er ist nicht dieser harte Hund, er ist nicht dieser, wo du zwei Wörter mit ihm wechselst und du merkst, oh mein Gott, der hat Scheiße mitgemacht. Der hat richtig, puh. Also, er ist zwar gewillt, er hat ein gutes Herz, er ist gewillt, dich zu beschützen und auf dich aufzupassen, aber seine raue Seele, seine raue Seite ist überhaupt nicht da. Also ganz, ganz, ganz und gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo es da gerade hingeht. Ich renne gleich irgendwo hin. Ist das hier die verlassene Mine? Ah, ne Quest, schau mal. Da ist auch ein Gardist. Aber ich glaube, das ist die verlassene Mine, hä? Von dem. Das stimmt nämlich auch nicht. Also über die verlassene Mine. Ach nein, jetzt kapiere ich, was das ist. Das ist das Tor von damals. Okay. Ja, stimmt, ich Trottel, die war ja versperrt, unter Anführungszeichen, nicht versperrt direkt. Man konnte schon gleich hindurchgehen, aber Diego hatte uns damals begleitet und uns den Weg gewiesen. Jetzt komme ich mit, wer das ist. Hey, das spielt auf einer Laute. Aber nicht der Ernst. Warte, pst. Ich glaube, ich spinne. Hey, das können Sie lauter machen. Der kann ein bisschen lauter zupfen. Jeder Gothic-Fan weiß, was für ein Stück der Kerl da spielt. Und zwar gab es damals eine Band, die hat im alten Lager gespielt, also im Spiel drinnen direkt. Die Band gibt es ja wirklich. Ich meine. Ach, wie hieß die denn noch gleich? Meine Schulkollegin ist ein Irrs, also meine Ex-Schulkollegin. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Ja, ich habe aufgehört. Ich bin schon zu alt gewesen dafür. Und meine Schulkollegin ist ein irrsinniger Fan von dieser Gruppe, von dieser Band. Wie hieß die denn nochmal? Irgendwas mit Ex in Extremo? Ich glaube so, ne? Und die haben da wirklich die Band im Spiel auftreten lassen. Und die haben tatsächlich das Lied gespielt hier. Und dazu gesungen auch. Aber oh, wie cool! Das ist wieder ein Pluspunkt. Das muss ich gleich dazu schreiben. Pluspunkt in extremo. In Klammer. Laute. Plus lauter. Das müssen Sie gleich lauter spielen. Spitze, das ist das Tor. Natürlich, ich bin doof. Man erkennt es ja eh. Das war aber damals aus Stein. Na, es war schon Holzding. Nur wir kamen von der Richtung. Von der Richtung kamen, also im Original, ne? Direkt vom. Aber wahrscheinlich kommt man eh dahin. Ich muss das jetzt dann überprüfen. Auf jeden Fall mal Quest und so, ne? Boah, wie cool.
You're the new guy who arrived last night, aren't you? Yes. Diego told me all about it. A spectacular welcome here. I'll say. Well, newbie, I hope you're having a good time on your side of the door. Because you won't be able to get to the other side. What? Why not? Diego's orders. Until he returns, I can't open the door to you or anyone else. Are you sure there's no way I can get through the door? Well, it looks like we have a new merchant in the colony. Well, let's do some business. Maybe you can help me with a little problem. I had a horrible night. Well, I think I did. I went a little too far with the beer and the dice, I guess. Maybe you know how this usually ends. My head is about to explode with a hangover. My colleagues, Luke, and the boring morning guards. So you could bring me something for the headache? A strong painkiller? If you bring me something really useful, maybe I'll let you in. All right, I'll see what I can find. That's great. The gate and I are waiting for you here. Okay, eine neue Quest für uns. Ein Schmerzmittel möchte der haben. Jetzt reden die schon ein bisschen leiser, ne? Ein bisschen zu leise, weil ich zu leise eingestellt habe. Dann muss ich das halt wieder anders machen. Warte jetzt mal ganz kurz. Also, wo ist meine Maus hier? Dann das Spiel halt von mir aus wieder lauter stellen. Auf so. Aber dann halt im Spiel, mein Gott, ne? Hier? Geht das? Komme ich wieder ins Spiel? Hallo? Ich glaube, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Ah, jetzt geht's. Okay. Hier will ich halt Option. So. Hier möchte ich Audio. Da möchte ich Gesamtlautner Musik. Musik ein bisschen weniger. 70 wäre, glaube ich, gut. So, Stimmen 100, der Rest müsste passen. Ich glaube, jetzt ist es fast angenehmer. So, was wollte ich jetzt machen und sagen und tun? Also wie gesagt, der Lautenspieler hat schon bei mir einen Pluspunkt. Ich hoffe auch, dass sie die Band nochmal auftreten lassen. Was ist jetzt schon wieder? Weitere Spielmechaniken. Tiere mit Nahrung anlocken. Manche Tiere werden von Nahrung angelockt. Das kannst du ausnutzen, insbesondere wenn die Nahrung in einem schlechten Zustand ist, um bestimmte Tiere anzulocken und vorteilhafte Kampfsituationen zu bewirken. Also, ja, das hätte ich mal früher wissen müssen, ne? Oh, yes, das. This smells awful. How can I use this garbage to lure wolves? Huia. Also schmackhaft. 3, 4. Kriegen wir da wirklich so viel Stück? Oder ist das Buggy? Ist gleich Buggy. Ja, Bugs werden hier natürlich genügend sein. Wie auch beim Kämpfen mit die. Mit, also, das ist ja nicht unbedingt ein Bug, aber. Wenn halt die Frame einbricht, ist. Scheiße. Ja. Simpel ausgedrückt. So, das zu dem. Halt. Was war hier? Nochmal das Fleisch? Oder war da hinten noch was? Nein, ne, war nur das auf das bezogen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier gleich mit Wölfen zu tun kriegen. Aber das hinten schaut schon ungesund aus. Ich werde mal nochmal speichern. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe mir jetzt auch aufnotiert als Pluspunkt. Optisch, also das Spiel und auch unser, also die Charakterdesign, ne? Finde ich auch schön. Was ich auch lobenswert finde ich, dass sie uns jetzt schon verschiedene Varianten vom Helden zeigen. Also, wenn wir uns erinnern, als wir begonnen haben, das Spiel zu zocken, also beim letzten Part noch, hatte er blonde Haare. Er hatte auch eine bisschen andere Rüstungsfarbe. Und als wir mit Diego, also wir bei Diego aufwachten, da war er auf einmal rothaarig und hat auch eine andere Rüstungsfarbe an, eine andere Synchronstimme sogar. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, wenn ich hier lang gehe. Aber ich finde das nicht schlecht. So können wir jetzt schon mal für uns selber also ihnen mitteilen, welche Variante uns denn besser gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Synchronstimme von dem Charakter, aber das Design vom anderen. Okay, wir kommen hier wieder raus. Sind da hinten Fleischwanzen? Leben die?
Die sind tot jetzt, oder? Ja, die sind noch kaputt. Okay. Dann war das jetzt auch falsch. Falsch unter Anführungszeichen. Okay, wir sind wieder hier. Ja, Herrschaftszeiten, wo sind denn dann... Wie kommt man denn dann zu die zwei Herrschaften? Wahrscheinlich hinten da. Ne, ich laufe mein Stück. Oder ich gehe mein Stück. Ich laufe mein Stück. Ich bin angeschlagen. Hui, ob ich mich bei Diego ausruhen kann? Bettchen und so? Ich muss mal kurz schauen, ob das auch schon geht. Ob wir uns ausruhen dürfen. Weil ich bin ehrlich gesagt fetzen hin. So, ich glaube, Diego war hier oben irgendwo. Dab, 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 dab. So, die Kulisse finde ich ja okay, ne? Also wie gesagt, von mir aus dürfen sie es gerne so ausschmücken alles, ne? Ist sie wurscht. Aber ich persönlich muss gestehen, sie müssen... Na, da kann ich mich leider nicht ausruhen, es gibt kein Bett. Nein, Diego, ich muss schlafen, ich bin schwer verletzt. Well, haven't you found the ja, dann hupf den Gatsch. I can't wait here all morning. Was wollte ich sagen? Ich, da will ich gar nicht lang eigentlich. Da gab es noch Wölfe, ne? Weh, die will ich gar nicht besiegen, da bin ich zu angeschlagen dafür. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ach ja, ich persönlich finde, sie können die Welt gerne so ausschmücken. Schaut eh nicht so schlecht aus, finde ich. Auch mit diesem ehemaligen Theater oder Kolosseum, was das hier sein soll, finde ich auch nicht schlecht. Man weiß auch, was das hier für ein Baum sein soll. Der würde zwar später kommen, vielleicht kommt er noch zusätzlich nochmal später, ich weiß es nicht. Schaut nicht so schlecht aus. Erkennt man auch gleich, dass man hier dann per Rune her teleportiert werden kann. Ist auch logisch, dass hier bei dieser Form, also ich glaube halt, dass es so gedacht sein wird, dass man hier direkt herporten kann. Schließlich gibt es hier auch das Schläfer-Symbol. Also ja, müsste klappen. Wäre logisch. Jo. Aber was sie halt nicht machen dürfen, ist, Figuren einen anderen Charakter zu verleihen. Arbeitet hier jemand? Da arbeitet jemand, oder? Mit einer Spitzhacke. Ich schau mal kurz hier hoch. War ich da oben nicht schon mal? Da kämpft irgendwer, oder? Ah, die zwei Deppen. I'm sorry, Betty. It's the best. Everyone. You. Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard. Das wollte ich jetzt nicht. Kampfwaffe ziehen, wegstecken. Drücke R, um deine ausgewählte Waffe zu ziehen oder wegzustecken. Denn wenn du Feinde anvisierst, kannst du eine größere Kontrolle über deine Bewegungen und kannst genauer zielen. Was? Also, ich habe eine größere Kontrolle. Okay, so. Nächstes. Kampf. Feind anvisieren. Drücke. Steuerung-Taste, okay, um auf den Feind zu zielen, der am nächsten steht. Ach, mein Gott, das hätte er mir bei die Wölfe auch sagen können. Okay, das haben sie gleich belassen. Mhm. Okay, das kennen wir ja schon. Dann Kampf, Ausdauer, Strafzeit. Sollte dir oder deinem Gegner die Ausdauer vollständig ausgehen, dann folgt eine Strafzeit von mehreren Sekunden, bis die Ausdauer wieder anfängt, sich zu regenerieren. Während dieser Strafzeit kannst du nur abblocken und parieren. Angreifen, vorpreschen oder sprinten ist dann nicht möglich. Blockst du während dieser Strafzeit einen starken Angriff ab, so wirst du für ein paar Sekunden betäubt. Nutze diese Ressourcen so effizient wie möglich. Gute Nacht. Kampf, parieren, drücke Mausrad, wie es ausschaut, um den Angriff eines Feindes zu parieren. Ah, das auch noch. Das Parieren kann bei den meisten menschlichen Feinden genutzt werden. Machst du im richtigen Moment eine Parade, so prallt der feindliche Angriff ab und der Feind ist für ein paar Sekunden betäubt und verwundbar. Wird schon mal nicht ganz gut funktionieren, weil leggy leg leg wahrscheinlich. Hm.
Geht schon. Habe ich keine Ausdauer mehr? Wohl. Au. Irgendwas zu treffen ist halt schwer hier. Oh, das hat hingehauen. Mich trifft der Schlag. Au. Au. Aber er trifft mich wenigstens auch nicht. Ich sollte mal was essen. Wolfsfleisch, okay. Blaubeeren möchte ich gerne essen.